Ich begrüße Sie erstmal zum Interview. Könnten Sie sich bitte einmal kurz vorstellen? Gerne. Mein Name ist Volker Weiß. Ich bin zuständig für den Vertrieb bei der Firma DHS Dietermann und Häuser Solutions in Greifenstein im Westerwald. Wenn Sie noch einmal genauer erläutern könnten, was Ihre Firma mit der Materialwissenschaft zu tun hat. Wir werten mikroskopische Bilder aus und analysieren diese. Ein Beispiel ist dieses Modul zur Bestimmung nichtmetallischer Einschlüsse im Stahl und der daraus resultierenden normgerechten Auswertung nach den aktuell gültigen Normen. Das heißt, Sie selbst sind auch Materialwissenschaftler? Nein, ich bin Betriebswirt und bin nur durch Zufall in diese Materie hineingerutscht. Damit stellt sich jetzt die Frage, was fasziniert Sie an der Materialwissenschaft? Zum einen verdiene ich mein Geld damit. Zum anderen liebe ich die Herausforderung, halt jeden Tag mit anderen Menschen in den verschiedenen Laboren zu tun zu haben und dort natürlich unsere Produkte auch präsentieren zu können. Das heißt, Sie haben nicht hier zum ersten Mal Kontakt mit der DGM, sondern schon viele Male mit der DGM zusammengearbeitet? Diese Zusammenarbeit läuft schon einige Jahre. Wir sind regelmäßig auf den Veranstaltungen der DGM mit als Aussteller, so halt auch in den vergangenen Jahren auf diesen Metallographie-Tagungen an den unterschiedlichen Standorten. Warum Ausstellungen oder Angebote der DGM? Na gut, sie hat ein breites Plenum, was sich öffnet und ist natürlich dann für Anbieter, die halt in diesem Segment Produkte anbieten und vertreiben wollen, natürlich ein wichtiger Anlaufpunkt. Wie gefällt Ihnen die Werkstoffwoche bisher? Gut, ist der erste Tag, läuft sehr verhalten. Für uns als Aussteller ist immer das Problem, dass wir in den Zeiten, wo die Vorträge sind, in den verschiedenen Sälen, dass sich dann die Hallen logischerweise leeren. Und insofern ist es das gleiche Prozedere wie zu den Metallographietagungen. Es gibt viel Raum für sonstige Gespräche mit Kollegen, aber jetzt nicht unbedingt Gespräche mit Interessenten. Haben Sie vielleicht einen Vorschlag, wie man das besser machen könnte? Gut, in der Regel zeigt sich das im Laufe der Veranstaltung, sich das ein wenig verschiebt. Das heißt, die Besucher gehen nicht unbedingt alle in jeden Vortrag rein. Es wird sich irgendwo jetzt verteilen. Ich bin gespannt, wie das bis Donnerstag letztendlich dann wird. Und wie sind Sie bisher mit der Zusammenarbeit mit der DGM zufrieden? Kritisch, muss ich durchaus sagen, kritisch. Es war im Anfang zur Vorbereitung dieser Veranstaltung, lief etwas durcheinander. Das heißt, das Konzept wurde nicht klar kommuniziert. Wir waren eingestellt auf die Metallographietagung im klassischen Sinne. Dann gab es dazu dann das Thema der Werkstoffwoche, was ich persönlich gar nicht so verkehrt finde. Das ist in Ordnung. Dies ist insofern auch wieder gut für uns oder für mich persönlich gut, weil wir halt auch viel mit dem VDEH, mit dem Stahlverband in Düsseldorf zusammenarbeiten. Und der hat ja heute und morgen dann auch seine Veranstaltung hier, sprich dieses Seminar zur Stahlreinheitsgradbestimmung. Okay, damit von mir vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, gerne.